Ich sag jetzt, ne, bevor das Ganze losgeht, bevor ich euch erkläre, was überhaupt heute in dem Video passiert, demnächst erwartet euch auf jeden Fall ein Qualitätswandel, aber natürlich ein positiver Qualitätswandel. Da wird es auf jeden Fall bessere Qualität geben. Die Kamera, die wir jetzt haben, werden wir wahrscheinlich nicht mehr so oft benutzen. Was es für eine Kamera wird, werde ich euch auf jeden Fall sagen, wenn es dann soweit ist. Was heute das Thema vom Video ist, ist alles wieder in der Dusche entstanden. Ich schwöre auf alles, wenn ich Ideen brauche, ich gehe einfach duschen. Deswegen gehe ich auch manchmal 7 Mal am Tag duschen. Die Idee, die mir eingefallen ist, die haben wir tatsächlich schon mal gemacht gehabt für Dennison. Diesmal dachte ich, machen wir die für Spontanson. Heute werden wir auf jeden Fall die Taschen der Frauen kontrollieren. Wir werden gucken, was haben die Frauen in ihrer Tasche, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, was ich mir da ausmalen kann. Vielleicht werde ich mir auch Kondome kaufen, dass ich das irgendwie so reinmixe. Um einfach zu gucken, okay, was ist deren Reaktion, wie reagieren die drauf? Okay, wir brauchen Kondome. Weißt du, wo die sind? Digga, hätte mich auch gewundert, wenn du es nicht wüsstest. Da haben wir doch die Abteilung, die wir brauchen. Reicht dir eine Packung? Nimm mal du ganz kurz. Warum soll ich? Kollege hat mich angerufen gerade. Ja, nein. Hallo? Ja? Ja? Ja, ich komme. Netz ist schlecht. Ich wäre an der Kasse. Ich müsste nur kurz was holen. So dringend, ich muss jetzt rauskommen. Hast du schon mal welche benutzt? Was denn? Hast du schon mal welche benutzt? Was denn? Was war die Frage? Hast du schon mal welche benutzt? Nochmal. Also guck nur einfach mal in deine Tasche rein, wie als wären wir die Polizei. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sie will nicht ins Video, weil sie, man sieht sie nicht, ne? Also, wir filmen trotzdem einfach, was in deiner Tasche drin ist, ja? Ja. Das ist mäßig bisschen so meine Schul- und Schminktasche. Ja, pack weg, Schule ist egal. Dann Handy. Oh, das... Das ist kaputt, ja. Stell dir mal vor, dafür hat ihr jetzt jemand 85 Euro angeboten. Dafür, dass sie das Handy auf den Boden wirft. Dann gucken wir, was hast du noch da drin? Hier ist so Geldkarten, weil ich mein Portemonnaie verloren habe. Ja, also das kannst du mir sonst geben. Ich passe da so lange drauf auf. Ja, ja, ja. Habe ich noch irgendwas vorne? Noch Fahrradschlüssel, so ein paar Dokumente und das war's. Also quasi nichts Spektakuläres eigentlich, ne? Nö. Ich muss sagen, Tasche macht's auch wahrscheinlich nicht mehr lange mit. Doch, nee, das ist, glaube ich, das Modell einfach, ne? Ja, ja. So dieser Vintage-Schrägstrich, genau. Fast ja, kaputt Look. Hello? Hi, my name is Marcel. I see you have a bag. Das ist eine etwas kleinere Tasche. Ich weiß nicht, da passiert passt wahrscheinlich nicht so viel rein. Can I control it? Ja, sure. Ich renne einmal weg. Also, es ist eine Louis Vuitton bag. Yeah. And we look into the bag. What do you have? Tissue. If you had you, ne? Yeah. Then we have... Handcreme. Da haben wir hier noch ein Lippenstift, glaube ich, ist das. Hier haben wir auch nochmal irgendwas. Dann haben wir hier ein Kartenetui, Aufenthaltstitel, Gesundheitskarte, Bankkarte und so weiter. Dann haben wir hier auch nochmal was drin. What is into the bag? Key. Key. Mhm. Ah, from house. Schau, ich gehe damit zum Schlüsseldienst. Auf einmal, sie kommt nach Hause, denkt die Scheiße, Arbeitstag war hart, legt Tasche auf den Tisch, sieht mich auf Sofa so. Ah, this is for... For lashes. Für die Wimpern, ne? Then we have a little bit money and a card. Stefan. Ja, immer mit den Karten der Männer einkaufen, ne? Und so finanziert ihr euch das Leben. Shoutout zu Stefan. Shoutout an Stefan, Digga. Ich mag dich auch, ich kenne dich noch nicht, aber wenn du willst, können wir uns mal treffen. Vielleicht gehen wir shoppen oder so auf deinen Nacken. Bye, bye. Ja, alles klar, Digga. Ganz kurz, darf ich eine Sekunde stören? Nur eine kurze Sekunde. Was war das für ein Auftritt? Oh mein Gott, guck mal bitte, wie sie mit den Hüften schwenkt. Walla, sie bricht sich safe die Wirbelsäule gleich, ne? Mama, du willst nicht dazu? Nein. Nicht mal daneben stehen, neben der Tochter? Okay, alles klar. Du bist eigentlich relativ gut vorbereitet, die Tasche ist genau. Schon offen. Ja, die geht nicht ganz zu. Das erste, was wir drin haben, ist ein Handy. Das sieht auch nicht mehr ganz neu aus, ne? Nee, ist schon 4 Jahre alt. Musst du eigentlich mal Mama sagen, so brauchst du ein neues Handy, ne? Ja, Geburtstag kommt jetzt. Ja, wann hast du Geburtstag? August, 23. August, ja, ein paar Monate noch, ne? Dann haben wir hier eine Haarspange. Für den Dutt wahrscheinlich, ne? Genau, ich muss später noch arbeiten. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Genau, der ist für die Arbeit. Den Schlüssel habe ich tatsächlich auch gehabt, so ein Chip einfach. Was machst du, Büro? Irgendwo im Büro arbeiten? Ja, im Büro. Und dann haben wir noch eine Bankkarte, holen wir jetzt nicht raus, sonst muss ich wieder zensieren, wenn da irgendeine IBAN steht. Also nicht so spektakulär, ne? Oder hast du hier vielleicht Ort drin oder so? Nee, da ist nichts drin. Gar nichts? Ich habe die Taschen zwar alle in der Hand, ne? Nee. Aber dieses Gummi ist da. Ich muss es irgendwie so handeln, Digga, dass ich das irgendwie reinkriege, Digga. Wir haben eigentlich die perfekten Kandidaten, weil eigentlich brauchen wir nur die Frau. Aber du hängst da auch mit drin, weißt du warum? Wieso? Weil du die Tasche der Frau trägst. Wir kontrollieren heute die Tasche von dir und gucken uns einfach mal an, was da so alles drin ist. Wie lange trägst du eigentlich die Tasche schon? Seitdem wir uns gesehen haben, ja, heute, also seit einer Stunde knapp. Sagst du mal, er soll die Tasche tragen? Ja. Wieso trägst du sie nicht selber? Ich habe keine Lust. Und du trägst sie gerne? Muss ich ja. Ich fasse einfach mal rein, ne? Keine spitzen Gegenstände, keine... Nö. Erstmal, vielleicht am besten stellt ihr euch vielleicht mal kurz vor. Also ich bin Lea. Lea? Rune. Rune? Rune. Rune und Lea. Wie habt ihr euch denn beide kennengelernt? Auf TikTok live. Ernsthaft jetzt? Ja. So habt ihr euch kennengelernt? Ja. Dann haben wir uns kennengelernt. Ich war live, die war drin. Danach hat sie mich angeschrieben. Ein Jahr habe ich versucht, die auf ein Date einzuladen. Ein Jahr gekorbt worden und dann kam irgendwann der Funken. Nach einem Jahr gekorbt worden? Ja, da muss ich aber auch sagen, wenn du ein Jahr gekorbt wirst, dann ist irgendwann doch so... Der Status so, du willst eigentlich nicht mehr. Aber du hast trotzdem gekämpft. Hoffnung stirbt zuletzt. Das hast du damit bestätigt, ne? Jetzt seid ihr heute zusammen. Wie lange seid ihr zusammen schon? 7 Monate und 22 Tage. Du hast eine Strichliste? Und ihr seid bis jetzt glücklich, ne? Ja. Super. Dann würde ich sagen, da sind schon die ersten.
So, okay, dann fange ich am besten mal an. Kannst du vielleicht meine Flasche einmal halten? Ja. So, da. Genau. Wir müssen aufpassen, dass da vielleicht der Fahrradweg nicht so blockiert ist, ne? Erster Gegenstand, eine Flasche, eine Trinkflasche wahrscheinlich. Dann haben wir einmal eine weitere Flasche, das ist wahrscheinlich die Flasche von dir, ne? Dann haben wir noch eine weitere Flasche. Dann haben wir hier ein Deo. Dann haben wir hier einmal ein Haar. Band oder Haargummi. Dann haben wir hier einmal eine Sporthose. Von dir wahrscheinlich? Nee, von mir. Und dann haben wir hier zu guter Letzt noch eine Riesentasche. Ich würde sagen, die machst du vielleicht einmal auf. Tasche. Da auf. Ich weiß nicht, unten waren noch so ein paar Nägelbelege. Ja, die habe ich mir abgemacht, damit ich neu machen kann. Okay, wie viele sind denn da ungefähr? Warte mal. Kannst du ja einmal kurz irgendwie den ganzen Restmüll irgendwie rausholen. Ich halte mal die Flaschen. Was ist denn das? Das war nicht davor. Also ich kann auch. Was ist das? Ist das von dir? Nee. Das Ding ist, das Ding lebt ja nicht. Wie soll das dann in die Tasche reinkommen? Keine Ahnung. Wenn dann ist das deins, weil ich mag die Marke nicht. Okay, ist das deins? Durek ist die beste Marke. Durek? Durek. Durek. Wenn ihr jetzt beschreiben müsstet, ihr seid jetzt seit 7 Monaten, habe ich so rausgehört, seid ihr zusammen. Und wie läuft die Beziehung bis jetzt? Seid ihr zufrieden? Geht so. Ehrlich, jetzt geht so? Ja, manchmal ein bisschen Stress und so, aber... Stress gehört eigentlich immer dazu so, aber du sagst, geht so, das war jetzt nicht so das Erfreuliche. Was gefällt dir denn nicht so in der Beziehung? Also wir haben halt aktuell sehr, sehr, sehr viel Stress. Okay. Aber wir klären es oft gut und reden dann. Ist da irgendwas so offen zwischen euch? Geht halt viel um Arbeit, weil ich halt früh arbeiten muss immer. Ich glaube euch noch nicht, dass ihr zusammen seid. Könnt ihr euch umarmen? Können uns sogar küssen. Ey, jetzt glaube ich denen das wirklich. Das Beste ist ja auch noch, wir sind verlobt, aber ich habe den Ring nicht um. Ach, warte mal, ihr seid verlobt? Ja. Wie sah der Antrag aus? War halt später Abend im Winter, 19. Februar. Nee, 14. Februar, es waren beide. Und gleich, die trennen sich wegen mir. Ja, hatte ich halt schon den Gedanken gehabt, habe mit ihren Freunden geredet, dass die ein bisschen ablenken, bin dann runter ans Wasser, auf einen Anleger. Ich wusste es aber schon. Perfekte Überraschung dann eigentlich. Aber trotzdem habe ich nachher noch einigermaßen gut hinbekommen. Du bist dann wahrscheinlich auf die Knie gegangen? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? War halt ein großes Herz aus Kerzen und an den Seiten immer 4 Fackeln. Warum nicht 5? Weil ich 4 hatte nur. Habe ich halt auf die gewartet mit Blumen in der Hand, schönen blauen Rosen, weil sie hat sich immer blaue Rosen gewünscht. Habe sie dann uns zuerst umarmt, habe ihr dann die Blumen gegeben. Dann bin ich halt mit ihr in das Herz rein, halt meine Rede gehalten, dann auf die Knie, den Ring übergeben. Also ich muss sagen, klingt an der Stelle sehr romantisch, auch mit den Blumen, ne, mit dem Herz und alles, was dazugehört. Was mich nur interessieren würde, wie sah die Rede aus? Was hast du dir denn zugesprochen? Ich hatte in der Mitte meinen Text vergessen gehabt. So. Ach, du hast sogar einen Text vorbereitet? Ich hatte einen Text vorbereitet, habe ihr halt erzählt, wie sehr ich sie liebe, was ich an ihr mag, wie schön sie ist und was ich halt mir in der Zukunft mit ihr wünsche. Und du sagst eben, als ich frage mit Beziehung, sagst du, geht so. Schäm dich. Guck mal bitte, wie süß er ist. Er kann aber auch anders, wenn er möchte. Guck mal, die ist so undankbar, ne? Und habt ihr dann halt gefragt, ja, willst du meine Frau werden? Wir schauen einfach mal rein, was ihr drin habt, was ihr nicht drin habt. Wer will anfangen? Ich will keine Ahnung. Ach, die kann reden. Einmal haben wir eine Brille, eine Ray-Ban. Dann haben wir eine Maske. Eigentlich so ein Ding, das brauchen wir eigentlich theoretisch nicht mehr. Dann haben wir hier ein Portemonnaie. Und ich glaube, da haben wir sogar noch ein Portemonnaie, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ah, nee, ist ein Handy. Ah, ist ein Handy. Das war die Tasche von Nora. Dann pack mal aus, was hast du drin? Meine Tasche ist relativ eng, wie man sieht. Also hier hat man ein Portemonnaie. Dann habe ich einfach, also heute scheint die Sonne, aber ich habe einfach einen Regenschirm dabei. Man weiß ja nie in Hamburg. Und dann habe ich noch meinen Schlüssel. Perfekt. Kein Schlagschock, Schlagring, nichts dabei. Nein. Ne? Monte ist auch unterwegs. Monte! Buxude! Der Typ hat gesucht, er dachte, das ist Monte.